Juli übernehmen wir am Nachmittag unser Schiff Continentale in Hesse. Gleich fahren wir los Richtung Port Ouillon. Das ist bergauf und ohne Schleuse. Eine gute Aufwärmrunde, denken wir. Ja, passt recht. Also meine waren jetzt rabenschwarz. Es ist der 6. Juni, unser zweiter Tag. Die Sonne ist herrlich und wir freuen uns auf die längere Etappe, die vor uns liegt. Heute geht es nach Lützelburg. Vor uns liegen zwei längere Tunnel und das Schiffshebewerk in Arzweiler. In der Küche ist auch schon betreten. Die einen arbeiten, die anderen entspannen. Wo bleibt der Kaffee? Ja. Was denn? Hier, guck mal, wie ich den Kaffee jetzt mache. Irgendwas gut. Ja, sehr bon. Ja, wir sind mit Acht und Tracht in Arnweiler beim Schiffshebewerk angekommen. Haben ein bisschen Schwierigkeiten gehabt beim Anlegen und war ja natürlich großes Kino, weil ein Passagierschiff oder ein kleines Ausflugsschiff vor uns war. Alle haben geguckt und waren gespannt, wie wir das hinkriegen. Und jetzt beim Reinfahren in die große Badewanne war es auch nicht perfekt mit dem Anlegen, aber wir lernen ja dazu. Hier sind meine Matrosen, die haben jetzt auch ein bisschen Stress. Da hat er das ein bisschen gespannt. Ne? Oh.
Entsorgungsteam kommt zurück. Wir wollen früh los, doch die beiden Damen entscheiden sich zum Frühsport. Auch eine schöne Abwechslung. Das ist der dritte Tag unserer Bootstour auf dem Rhein-Main-Kanal. Wir liegen vor Lützelburg. Machen eine kleine Rundtour, um euch zu zeigen, wie die Platzverhältnisse sind. Hier sind wir auf dem Oberdeck des Schiffes, wo gesteuert werden kann. Und hier geht es den Steil runter. Muss ein bisschen aufpassen. Da ist der Steuerstand im Boot, aber bisher noch nicht benutzt. Wer weitergeht, hat am Bug eine Kabine. Das haben wir als Ablaberaum hier für unsere Koffer und Sachen eingeplant. Hier ist eine Toilette und Dusche. Haben wir schon genutzt. Die Dusche ist natürlich sehr beengt. Ja, das ist so der Salon, wo wir eben gerade gefrühstückt haben. Oben war es noch ein bisschen feucht. Christian ist auch schon dabei zu inspizieren. Ja, hier bin ich runtergekommen. Hier ist die Kombüse. Da ist der Kühlschrank nicht besonders leistungsstark. Mit 12 Volt. Hier haben wir also schon gekocht, die Sachen aufbereitet. Und ja, hier Mikrowelle. Hier hinten sind die beiden Achterkabinen. Ute und Christian haben hier geschlafen. Hier gibt es auch noch mal eine kleine Toilette mit Dusche. Ja, ist natürlich beengt, aber. Und hier ist der Eingang zu unseren Gemächern. Schon zugezogen. Ja, schmal, hart, aber es geht. Aber es geht einigermaßen. Hinter uns fährt ein Amerikaner oder Engländer, mit dem schleusen wir zusammen. Die Landschaft ist nach wie vor sehr schön. Macht Spaß. Manchmal kann es ganz schön eng werden, wie hier kurz vor Saverne. Doch auch das bewerkstelligen wir mit Bravour. Sicherheitspersonal, entspannt. Jetzt kommt der rote Punkt. Ja. Christian? Donnerstag, 8. Juni. Nee, Quatsch. Doch, 8. Juni. Wir sind überraschenderweise kurz vor 8 Uhr losgefahren in Saverne. Treten jetzt unsere Rückreise an. Stehen vor der großen Schleuse. Es dauert Zeit. Wir müssen erst einen durchlassen. Ich hoffe, dass wir dann relativ schnell einfahren können. Andrea hat nach dem Richten gesehen, was da oben los ist in der Schleuse und kommt jetzt zurück, um Bericht zu erstatten.
Grand La Maison. Oh, es geht wieder hoch, hoch, hoch. Macht Glück mit mir sein.